Oh Leute, was geht ab, Leute? Hunger. Es ist Montag, das heißt wieder ein paar Sachen auffüllen. Wasser sogar. Da haben auch ein bisschen was mal verbraucht und getrunken. Braten natürlich. Küchenrollen. Und jetzt esse ich erstmal was. Video schneiden und dann beginnt der Tag. Und dann nehme ich euch natürlich mit. Daily Vlogs. Nummer 7. Eine Woche haben wir es jetzt geschafft. Eine Woche, seitdem wir Daily Vlogs wieder zurück haben. Ich hoffe, ihr euch gefällt das. Feedback war ganz gut. Dementsprechend bitte gerne liken, subscriben, kommentieren. Waren die ganz voller vom Sonntagsstream. Sogar die letzten ein, zwei nicht mehr aufgeschrieben. Stabil. Ihr wisst, die Jungs sind im Streamfieber. Die wollen jetzt dann am Freitag, kommenden Freitag, auch einen 48-Stunden-Stream machen. Also Freitag, Nachmittag irgendwie so 5, ja 4, 5, 6, ab da bis Samstag, Nachmittag 4, 5, 6. Bin gespannt. Ich muss jetzt erstmal ein Video schneiden und dann. Ja, dann schauen wir mal. Ah, wir sehen uns. So, Video fertig geschnitten für heute. Lade ich gleich hoch. Kommt dann heute Abend. Ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal Haare schneiden. Und jetzt gönne ich mir erstmal ein Bubble Tea. Beziehungsweise Bubble Coffee. Ich bin gerade beim Haarschneiden fast eingepennt. Wenn ich hier eh schon mal in der Stadt bin, muss ich noch ein paar Stops von Hong Store abchecken. Zeige ich aber nicht, weil am Ende seht ihr noch die ganze Tour. Dann müssen wir ein paar Sachen noch erledigen und dann hole ich mir noch was zu essen. Da gibt es eine kleine Hintergrundgeschichte. Unangenehm, aber erzähle ich euch gleich noch. Softig, 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 Mann. Mein Gott, es regnet. Das erinnert mich an alte Pokémon Go-Zeiten, wo ich immer durch den Regen gewandert bin. Aber ey, serious business, Digga. Das wäre ein Problemkind momentan, wo wir nicht genau wissen, wie wir das Rätsel für diesen Stop beschreiben wollen. Der war echt krass, man. Der haut echt rein. Wing Tea. Okay, Storytime. Ich war letzte Woche bei denen. Genau vor einer Woche, also Montag, hab dort Wagyu bestellt. Ihr wisst, wofür sind wir bekannt. Döner, Bubble Tea, Wagyu. Der war so schlecht, hat mich echt enttäuscht. Ich hatte ja davor schon mal einen Wagyu-Burger von Ding, Togo Nakamura. Okay, er ist auch zwei Sterne Koch. So softig, Leute, okay? Dann hatte ich ja danach, das war der erste Vlog, beim Chicken Tuesday mit den Jungs. Da hatte ich Wagyu von einem Japaner, oh, auch so saftig geschmolzen, geschmolzen im Mund. Das hat halt so gar nicht getaugt und dafür halt schon viel Geld ausgegeben. Habe ich halt in der Story gepostet und ja, also ich bin ja an sich nicht so der normale Foodblogger, der so Bewertungen gibt und so Empfehlungen gibt, sondern ich esse einfach geile Sachen in München, probiere die und das war's und sag meine Meinung. Dementsprechend habe ich halt auch gesagt, dass... Also ich muss ja nicht politisch korrekt bleiben und übernett und sagen, hey, Laden, dies, das. Ich war einfach ehrlich und hab gesagt, Digga, das Fleisch war tot, Mann. Dafür, dass es Wagyu ist, 30 Euro ausgegeben habe. Haben die gesehen? Und mir Ersatz angeboten. Nett von denen, aber ich find's ein bisschen unangenehm, weil ich habe halt nur ehrlich meine Meinung gesagt, ist ja Geschmackssache, hat halt nicht getaugt. Und nur weil es mir nicht geschmeckt hat, nicht getaugt hat, muss man ja nicht direkt ersetzen, erstatten. Aber ja. Deswegen bin ich hier. Essen umsonst. Nochmal zweite Chance. Also die waren auch gut, die waren nicht schlecht, aber nur das Fleisch von Wagyu war tot. Also hätte ich einen 0815, also irgendeinen der anderen Burger genommen, wäre es wahrscheinlich lecker gewesen. Weil alles drumherum war, hat ja auch geschmeckt, aber ja, ich finde es trotzdem ein bisschen unangenehm, jetzt nochmal hierher zu kommen. Die wissen, oh, das ist der Typ, der schlecht über uns geredet hat, dem das nicht geschmeckt hat, dies, das. Und der kriegt das jetzt auch noch umsonst. Also so denke ich halt, aber die juckt es wahrscheinlich gar nicht. Ich dachte, jetzt kann ich saftig essen, aber ich habe noch einen Call reinbekommen.
Man fühlt sich immer so wichtig, heute Call reinbekommen oder so. Mehr dazu wahrscheinlich im Video morgen, weil heute geht's um den Black Burger. Los geht's! Super softig, heute! Richtig softig! Super softig! Sieht schon geil aus in Schwarz, oder Leute? Und noch eine Bowl. Oh yeah! Schön Foto noch machen für Insta. Ihr wisst Bescheid. Hong! Dreh das an! Food, oh mein Gott! Ich bin auf Foodboss gekommen und ich will jetzt was essen. Oh mein Gott, wie krass! Mein Gott. Black Burger. Witzig ist, als ich das gepostet habe letzte Woche, wo ich den, der Wagyu Burger war auch in Black, also Black Bun, das ist deren Spezialität, habe ich direkt der Kollege von diesem Erding Döner, wo wir waren, bester Döner Erdings, angeschrieben. Er so, yo, wo kriege ich das und so? Weil der ist immer auf dem neuesten Trend, der will immer alle krassen Sachen machen. Und dann habe ich schon gesagt, boah Digga, wenn du schwarzen Döner machst, das ist auch so eine Neuheit, die Leute gehen hier hin, hey, schwarze Burger, schwarze Bun und sowas. Schwarzer Döner, Geschäftsidee für euch Leute, jeder der Dönerladen hat, macht es einfach schwarzes Dönerbrot, Fladenbrot. Vielleicht kommt's an, also natürlich je nachdem, wo ihr seid, bisschen so schickimicki, Food-Trend-mäßig, Hipster, dann kann es vielleicht gut ankommen. Kennt ihr das, wenn ihr reinbeißt und null Fleisch erwischt? Oh Mann, ey. Ich habe auch davor gesagt, der ist gut. Brot, Fleisch, Gemüse, Soßenmäßig, Käsemäßig. Der Wagyu auch. Habt ihr ja nicht schlecht geredet, nur der Wagyu, also das Fleisch an sich war sehr enttäuschend. Das war wie Kaugummi. Null im Mund zerschmelzen, also ein Standardburger, habe ich auch gesagt. Ist bestimmt lecker bei denen und ist es auch. Meine Hände sind so dreckig, voll Saft, dass ich euch nicht mal ausmachen kann. Die meistgehassteste Person auf YouTube ist. Zumindest ist sie. Nebenbei Unge gönnen. Unge geht auf Kuchen. Das Ganze mit Simex und der Mutter. Dadurch, dass die Mutter von der Ellie ein Video gemacht hat. Richtig lustig. Wenn die Mutter nicht noch Videos dazu machen würde, wüsste doch jetzt schon kein Mensch mehr von uns, wer überhaupt die Ex-Freundin von Sirix ist, oder? Also, jetzt mal Real Talk.